time has come to make a decision. Are we in this thing alone? Or are we in it together? Yo, willkommen bei meinem tollen neuen YouTube-Video, bei dem ich euch erkläre, wie man bei einer VMS 4 den Line-Shader wechselt. So, sag erst mal. Währenddessen werden wir begleitet von den beiden DJs Nils F. und Ried Neuberg aus Delitzsch. Und zwar das Set Vinyl Disco. Die beiden legen ziemlich genialen Oldschool House auf. Und wenn ihr irgendwie irgendwas bastelt oder irgendwas macht, hört euch Musik nebenbei an. Das beruhigt. Ja. So, okay. Auf zum Mixer. Das ist die VMS 4. Ja, noch ein bisschen anderes Zeugs drumherum. Das Problem war, der Line Fader Nummer 2 war kaputt. So, wir haben jetzt hier Nummer 1, 2, 3, 4. Wenn man jetzt sieht, sind alle 4 drin und alle 4 funktionieren auch. Das liegt daran, ich habe damals, vorhin, das Video gedreht und dabei festgestellt, dass das erste Video irgendwie nicht aufgenommen wurde. Das heißt, ich fange mal von vorne an. Willkommen zum Intro Nummer 1, Versuch Nummer 2 oder 3. Ja. Irgendwie sowas. So, nebenbei habe ich ein bisschen Rotz, damit müsst ihr jetzt leben. Und jetzt erkläre ich euch kurz, was das Problem war. Channel Fader Nummer 2 hatte einen Wackelkontakt. Das heißt, immer wenn ich den bewegt habe, hat die Musik nicht das gemacht, was der Line Fader gemacht hat. Das konnte man am besten in der Software erkennen. Wenn man jetzt einen Laptop anhat, sieht man ja auch in der Software diesen kleinen Line Fader. Und dieser hat sich nicht richtig bewegt. Das heißt, man hat zum Beispiel runtergenommen in der Mitte. Wenn man ihn festgehalten hat, war alles okay. Sobald man ihn losgelassen hat, ging er plötzlich wieder auf vollen Ausschlag, 100%. Oder auch mal auf 0. Ja. Das heißt, man musste den Line-Fader immer festhalten. Das heißt, man konnte nicht mixen, wenn man das Ding immer in der Hand halten musste. Dann hatte keine Hand mehr frei. Daran erkennt man, dass irgendwas hier nicht in Ordnung ist. Und ich hatte das schon mal, das war jetzt das zweite Mal. Und zwar war es damals so, Channel 2 Line-Fader war kaputt. Und dann habe ich ausgebaut, hab das Gerät, diesen kleinen Linefader, einen Freund gegeben, der so Hobby-Elektroniker ist. Der hat das für mich repariert, gelötet und geklebt und etwas stabiler gemacht, damit es nicht wieder kaputt gehen kann. Und hab das dann wieder eingebaut. Das ging relativ zügig vom letzten Mal. Dieses Mal hat es etwas länger gedauert, über die Weihnachtszeit. Oh Mann. Und diesmal habe ich es anders gemacht. Das war wieder Channel 2 kaputt. Also ich habe das reparierte Gerät von damals in den Channel 3 eingebaut, weil ich den relativ wenig benutze. Also von allen 4 Kanälen benutze ich den dritten am wenigsten. Also habe ich den kaputten, also den reparierten, in Channel 3 eingebaut und den voll funktionsfähigen von Channel 3 in Channel 2 eingebaut. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war Channel 1, 2 und 4 noch die originalen unbehandelten, in Anführungsstrichen. So. Vor kurzem ging mir wieder Channel 2 kaputt, das heißt der Originale von Channel 3. So, dadurch, dass es ja etwas länger gedauert hat, ich aber trotzdem weiter mixen wollte, habe ich den 2er ausgebaut und beiseite gelegt und den von Channel 4 genommen und hier in Channel 2 eingebaut. Das heißt, ich hatte dann zeitweise nur noch Channel 1, 2 und 3. Was übrigens geht, wenn bei euch irgendwas kaputt ist und ihr schickt es irgendwie zur Reparatur, könnt ihr das Gerät trotzdem mit auch nur 3 benutzen. Ihr klemmt dann einfach nur im Gerät den Channel 4 ab und das Gerät funktioniert dann. Ihr könnt da bloß nicht den Channel 4 benutzen, logischerweise. Und das Komische ist, was ich beobachtet habe, wenn man jetzt die Software anmacht, Channel 4 ist weg, man denkt euch den mal einfach weg. Und man benutzt den Channel 3, wenn man ihn runter macht, bewegt er sich mit. Der ging immer runter, aber langsam, der hat sich mitbewegt, langsam. Hat man den hochgemacht, ging er wieder langsam hoch. Und niemals auf 100% Ausschlag, immer so zwischen 3 Viertel und 1 Viertel. Ich kann euch nicht erklären, was das bedeutet und woran das liegt. Ja, ist halt einfach so gewesen. Das habe ich beobachtet. Wenn man das erklären kann, bitte unten in die Comments reinschreiben, wer möchte. So, ja. Womit fangen wir an? Wenn ihr dieses Gerät auseinanderbauen möchtet, müsst ihr den kompletten Deckel oben abnehmen. Bei anderen Geräten, wie von Pioneer oder ich glaube auch Reloop geht das auch, könnt ihr diese Line-Fader einfach von oben wechseln. So wie hier den Crossfader. Den kann man auch wechseln. Der kostet 140 Euro. Linefader kann man nicht wechseln, dafür gibt es keine Ersatzteile. Das heißt, wenn was kaputt ist, müsst ihr euch eigentlich ein neues Gerät kaufen, wenn ihr noch nicht irgendwie jemanden kennt, der euch das reparieren kann, so wie ich. Also ich repariere es nicht, aber ich habe jemanden, der es mir reparieren kann, das mein Vorteil ist. Wenn man solche Leute kennt, ist immer gut. Ja? Den Crossfader kann man ausbauen, ohne das Gerät auseinanderzunehmen.
die Linefeder nicht. Das heißt, ihr müsst das komplette Gerät auseinanderbauen, den Deckel abheben, dann kommt ihr an die Linefeder ran. Bevor ihr alles auseinanderbauen könnt, fangt ihr mit den Potis und den Federn an. Das heißt, ihr zieht hier diese Geräte raus mit ein bisschen Kraft, da kann nichts kaputt gehen, das ist bloß gesteckt, nicht geklebt. Nehmt die, packt die irgendwo hin, ordnet sie euch zurecht. Bei den Potis sind das gleiche, die gehen ziemlich leicht raus. Was schwer werden kann, sind diese Pitch-Fader, die sind etwas schwerer. Wenn es nicht wirklich geht, nehmt euch irgendwas zum Aushebeln, einen Schraubenzieher oder sowas. Falls aber irgendwelche Kratzer auf dem Lack sein sollten, mein Gott, es ist ein Benutzungsgegenstand, ne? Ein Gebrauchsgegenstand. Das heißt, wenn da mal irgendwelche Gebrauchsspuren drauf sind, dann seid stolz darauf, weil ihr benutzt euer Gerät. Ne? Wie mein Crossfader, das ist richtig schön abgenutzt, wie Hure quasi, ne? Schön abgenuddelt. Wunderbar, so muss das sein. Auch überall schöne Kratzspuren von den Federn, dann sieht man, dass ihr eure Geräte benutzt. Ich weiß, es gibt in einem Club, den ich kenne, ein DJM 800. Und der sieht so runtergekommen aus, der war wirklich benutzt. Aber er funktioniert. Unkaputtbar, diese Geräte. Ja? So, okay, ihr nehmt diese ganzen Potis, Fader, Plastik-Dinger hier überall raus. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Video. Ja, kurze Pause vorbei. Wir sind wieder da. Kamera funktioniert so halbwegs. Es geht weiter. Wir bauen diese komischen Gummifüße hier ab. Achso, nicht vergessen, Kopfhörer raus. Kopfhörer raus. Ja, die kann man einfach rausziehen, die sind einfach nur gummimäßig so reingeknetscht. Einfach rausziehen, den Dreck. Geht nicht kaputt, keine Angst. Ich muss sagen, das ist das Schöne bei diesen ganzen Geräten, sag ich mal. Wenn man Geld bezahlt oder viel Geld ausgibt für die Geräte, dann kann man sich sicher sein, dass die nicht so einfach kaputt gehen. Zum Beispiel so ein CDJ ist beinahe unkaputtbar. Ich meine, die sind dafür gemacht, dass man so rumschleppt, dass man die benutzt und bewegt und ja. Und dann ist schön. So, jetzt haben wir hier unsere tolle VMS4, alles abgeklemmt, alles dran, alles schick. Jetzt wird rumgeschraubt. Als erstes fange ich mal an mit den Turntables. Weil die muss man abbauen, sonst kriegt man den Deckel nicht ab. Das heißt, wir nehmen uns einen tollen Schraubenzieher oder Schraubendreher, egal wo ihr herkommt. Dreht das tolle Gerät um. Dann fangen wir an zu schrauben. Ich weiß, es ist wahnsinnig langweilig, jetzt zuzugucken, wie ich hier rumschraube, aber. Da müsst ihr jetzt durch, weil ich bin jetzt hier kein Videoprofi. Ich mache das einfach nur aus Langeweile, weil ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Und dachte mir, ach komm, erklär den Leuten mal, was du hier eigentlich für eine Scheiß machst. Weil damals, wo das erste Mal passiert ist, da gab es keine Videos und noch keine Hilfe oder keine Anleitungen. Vor allem nicht auf Deutsch. Ja, so, dann dachte ich mir, okay, dann muss ich es halt probieren. So, jetzt gebe ich euch selber den Tipp. Ihr müsst die Turntables rausbauen. Das sind 4 Schrauben pro Turntable. Moment, ich zeige es mal kurz. Zap, zap, ab. Hier, die 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Liegen jetzt gerade hier neben mir. Die müssen raus und dann kann man das den Turntable quasi rausbauen. Moment. Wir heben an und das Ding wird automatisch gleich rausfallen. Kann man das sehen? Ja. Ja. Und dann gibt es hier diesen Kontakt drin. Ich drehe es mal um. So, hier ist der Turntable. Das kann man glaube ich sehen, da ist hier ein kleiner Kontakt. Einfach rausziehen und dann ist das Gerät ab. Na, komm raus hier. So, lose, einfach da. Bitteschön. Packen wir irgendwo hin, wo es nicht wegkommt. Das Ganze wiederholen wir auf der anderen Seite. Mal da mal nochmal 4 Schrauben. Ja, ja. Ich habe damals den Fehler gemacht, ich habe den ganzen Mist oben abgebaut, die ganzen Potis abgeklemmt, die Turntables rausgebaut oder noch nicht rausgebaut, so war das Problem. Die Turntables waren noch nicht raus und ich dachte, warum geht denn das nicht auf, warum geht denn das nicht auf? Als erstes, weil die Turntables noch drin waren und zweitens, weil hier noch 2 andere Schrauben sind. Und zwar diese Metallplatte hier, die hier oben drauf ist, die sitzt mit solchen kleinen Füßen auf der Grundplatte. Und die sind auch nochmal mit 2 Schrauben befestigt. Und das ist so, zeige ich euch jetzt. Aber vorher baue ich noch den Turntable raus. Gleiches Spiel wie eben. Ich ziehe es nochmal schnell ab. So, Turntable ist ab. Bitteschön. Da sieht das Ding komplett nackig aus. Echt wahnsinnig hässlich. Muss Kamera. Ja, hier.
nackig, kaputt. Ja, sieht fürchterlich aus, aber ist nicht so schlimm. Dafür ist es da. So, weiter geht's. Ich drehe es nochmal um. Und dann zeige ich euch die Schrauben, die ich meine. So, diese Fußschrauben, die also die Platte auf dem Fuß, auf der Grundplatte befestigen, ist einmal diese Schraube hier. Und dann die hier, die nicht mehr da ist, weil ich die glaube verloren habe, oder die habe ich kaputt gebrochen. Ich habe die Schrauben nicht gefunden, nicht gesehen, habe das angehoben, bis eine rausgebrochen ist. Dann habe ich gemerkt, oh, beim Hochbiegen, da ist eine Schraube. Also habe ich die rausgenommen. Die brauche ich aber auch nicht mehr, weil die total ausgelutscht ist. Wenn man jetzt guckt, die ist in beide Richtungen total ausgekattelt, die brauchen wir also auch nicht mehr. Die ist vorbei. Das heißt, also ihr solltet die und die noch abmachen, bevor das aufmacht, sonst ist ja nicht mehr die volle Festigkeit vorhanden. Den Rest könnt ihr drin lassen, den brauchen wir nicht, das sind für die Platinen und für den Crossfader, glaube ich. Ja, die könnt ihr drin lassen, brauchen wir nicht. So, weiter geht's mit dem Rand. An jedem Rand sind drei Schrauben. Moment. Wo ist die Kamera? Hier. Eins, zwei, drei. Auf jeder Seite drei. Und die schrauben wir mal eben schnell ab. Und ich zeige euch weiterhin mein CDJ. Mein PC, der so schön bunt leuchtet. Ich packe das mal hier hoch, damit das nächste Mal ein bisschen Arbeit aussieht, was ich hier mache. Und die Schrauben haben immer die Macken, dass sie wahnsinnig fest sein können. Ich meine, das ist kein Auto oder kein Flansch, den ihr übelst fest anziehen müsst. Hauptsache, es ist fest, es hält. Macht es nicht kaputt. Der berühmte Spruch nach zu oder nach fest kommt ab. Mit Gefühl. Ne? Ganz einfach. So. Und hier ein Problem, hier haben wir so eine ausgekattelte Schraube. Ich hasse ausgekattelte Schrauben. Das ist fürchterlich. Hier fällt noch alles runter. Ach ja. So, wir schrauben das weiter auseinander. Wo ist die andere Schraube hin? Ha! 1, 2, 3. Das Witzige ist immer, wenn man was auseinanderbaut, man hat am Ende immer mehr Schrauben übrig als vorher. Aber das ist nicht schlimm. Ja, so, die drei Schrauben sind raus. Ich weiß nicht, wo die andere dritte Schraube hin ist, aber. Ja, mein Gott. Auf der anderen Seite habe ich übrigens noch zwei hier drin. Ja, ja. Das ist langweilig, oder? Ach, falls ja, dann tut mir das wahnsinnig leid. Aber ihr wolltet ja wissen, wie man einen Channel Fader ausbaut. Deswegen habt ihr auch bei YouTube eingegeben: VMS4 Channel Fader wechseln. Ja, ach, ein geiler Track. Wuhu! Oldschool House. Disco. Ich liebe Disco. Wieso ist alles elektronisch geworden? Ich stehe so auf richtig schönen alten House, Oldschool House, so von 1997. Bis 2003, 2004 vielleicht. Ja, so. Okay, die Seitenschrauben sind ab. Ja. Ah, die sind ab. Und jetzt könnte ich theoretisch das Ding abwaffen. Aber auf der Oberfläche oben sind ebenfalls noch Schrauben. Zwei, vier Stück. 1, 2, 3, 4 auf der Oberseite und das gleiche nochmal hier unten. 1, 2, 3, 4. Und die bauen wir jetzt wieder ab. Ach ja. Menschen bei der Arbeit zu gucken. Das ist dieser berühmte Spruch immer. Typisch deutsch. Einer arbeitet, drei gucken zu. In dem Fall gucken wir jetzt gerade Millionen zu. Übertrieben. Wobei ich habe jetzt mittlerweile, zu dem Zeitpunkt dieses Videos habe ich schon 83 Abonnenten. 83. Ist das nicht aufregend? Ach. Eigenlob stinkt. Ja. So, und sonst so? Was macht ihr so in eurer Freizeit? Ja. Seid ihr auch DJs? Legt ihr auch auf? Habt ihr auch eine VMS hier? Ich würde sagen, der Zufall würde behaupten, ja. Wenn nicht, dann was macht ihr hier? Warum guckt ihr euch den Scheiß an? Geht weg! Haut ab! Ich frage mich, warum ihr euch die Zeit nehmt, mir zuzugucken. Das ist total öde. Ich schraube hier an irgendwelchen Scheiß rum. Das ist total nervig. Das macht überhaupt keinen Spaß. Aber ich. Ja. Weiter jetzt. So, noch zwei Schrauben. Ramos. Und es tut mir, ich will mich natürlich entschuldigen für meinen Dialekt. Ich bin nochmal Ossi. Dafür kann ich nichts. Ne? Aber
Fickt euch. So. Noch eine, dann haben wir es geschafft. Yay. Dann wird's lustig. Da kommt der geilste Part. Und zwar die ganzen Dreckskabel abklemmen. Okay, schrauben dann ab. Und nun könnte man diesen Deckel anheben. Wenn ich alles richtig gemacht habe. Genau, da haben wir es. So, jetzt klemme ich hier ein bisschen rum. Dann können wir mal die Kamera nehmen. Hier sind halt wirklich überall Kabel drin. Ja. Gibt es irgendwo. Habe ich irgendwo einen Blitz? Ich glaube ja, irgendwo habe ich einen Blitz. Ne, das ist ein Foto. Wie mache ich denn? Hast du niemand irgendwo eine Lampe? Ich brauche eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe irgendwo. Ich schleppe euch mal kurz durch meine Wohnung mit. Hier habe ich eine Lampe, glaube ich. Welche die auch? Ja. Sehr schön. Okay, Deckel auf. Und ein bisschen Licht bitte. So sieht man hier überall die ganzen Potis, Kabellagen und der ganze Dreck. Den klemmen wir jetzt ab. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht zu erklären, was hier wie wo abklemmt. Einfach mal in Ruhe angucken, wo was ist. Die Kabel nicht zu sehr strecken, weil die Steckverbindungen sind immer relativ sensibel. Also man sollte jetzt nicht das Ding übelst hier hochziehen und damit die Bodenplatte anheben, weil man dann doch schon was kaputt machen kann. Also bitte mit Gefühl, fangt am besten am Crossfader an unten und arbeitet euch weiter hoch nach oben. Problem ist, wenn ihr an die Potis ran wollt, an die Channelfader, müsst ihr wirklich so gut wie alles abbauen. Es sei denn, ihr habt so einen kurzen Schraubenzieher, dann geht's auch ohne. Aber mit diesem tollen großen Gerät, das ich hier benutze, bleibt mir keine Wahl, als alles abzuklemmen und den Deckel komplett anzuheben. So. Bam! Das ist übrigens der Ton für meine E-Mail. Wenn ich eine E-Mail bekomme, dann macht das Bam! Aus diesem sehr, sehr lustigen, unterhaltsamen Video Bruce Lee. Ich weiß es noch nicht. Bruce Lee Bam. Einfach mal zu YouTube gehen und eintippen. Bruce Lee Bam. Dann werdet ihr dieses tolle, lustige Video finden, wo Bruce Lee auf Deutsch synchronisiert wird und irgendwelchen Scheiß erzählt, so nom nom nom. War voll abgeschmatzt, ne? So, okay. Jetzt habe ich eigentlich genug gerade abgemacht. Ich baue jetzt nicht alles ab. Das haben wir nämlich zu viel Arbeit. Oder vielleicht doch. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Theoretisch reicht ein Kabel. Ach, ich baue alles ab. Oder? Ich baue alles ab. Ich baue nicht alles ab. Ich nehme jetzt den komischen Putti. Der Fehler war nicht. Wo ist der Fehler überhaupt? Das ist eine tolle Vorbereitung. Das Gerät, das ich einbauen möchte, ist weg. Ja. Ich hab's. So. Dieses kleine tolle Gerät hier, ja, ist mein Channel Fader. So, dann müsst ihr gucken, wo die anderen eingebaut sind, wo der Kontakt ist zum Anstecken. Und baut es dann bitte in genau der gleichen Richtung ein. Das Problem ist, durch diesen Kleber, der dran ist, passt eine Schraube nicht mehr direkt dran. Das heißt, ich baue es nur noch an einem Schraubenpunkt ein. Das muss leider reichen. Ich nehme jetzt die Schraube, die ich beim letzten Mal schon ausgebaut habe. Die liegt noch neben mir. Dann muss ich mal gucken, wie ich das jetzt mache. Nee, das ist doof. Ich nehme das Gerät mal kurz hier runter. Ja, legt schon was Schönes. Und tut euch selbst den Gefallen, wenn ihr irgendwas bastelt. Irgendwie so ein Scheiß. Das kann ja wirklich nervig sein, wenn ihr dafür nicht so das goldene Händchen habt. Macht euch ein bisschen Musik an. Das hilft. Ja, mach ich auch gerade. Ich mach das auch für euch, weil mein pures Gelaber total langweilig ist, wenn da keine Musik hintergrundläuft. Das ist so eine Erfahrung, die ich beim Radio gemacht habe. Wenn man schon labert, gebt den Leuten ein bisschen Hintergrundmusik. Das ist angenehmer. Vor allem, wenn man so ein dünnes Labert wie ich, der total nervig ist. Ein bisschen Rotz habe ich auch. Merkt man das? Ja, ich hab Schnupfen so leicht. Ich will es, ich bin eklig. Jetzt leg ich das Ding mal hier rein. Gibt's noch ein Posi? Nee, Fader, nicht Podi, Entschuldigung. Wo ist mein Schraubenzieher? Hier. Ja. Ja, jetzt schraube ich gerade den Fader ein. Und wenn ich Glück habe, passt die eine andere Schraube noch drauf. Das Problem ist, bei dem letzten kaputten Fader, war zu viel Kleber dran und damit hat die Platine nicht mehr auf den Schraubenpunkt gepasst. Also muss ich es mit einer Schraube festmachen. Das kann ich mal kurz zeigen. Ich versuche es zumindest. Ich habe jetzt das tolle Gerät hier unten rumliegen.
zwischen meinen Füßen. Hier sind die ganzen Channel Fader. Das ist den, den ich gerade eingebaut habe. Das ist der alte, der schon kaputt war, der repariert wurde. Da sieht man hier oben ist eine Schraube drin und unten fehlt die Schraube. Die ist nicht drin, weil hier unten passt er nicht. Aber das Ding ist fest, das ist stabil, da wackelt nichts. Und eigentlich könnte ich es hier genauso machen, wobei der ein bisschen wackeliger aussieht. Aber ich versuch's mal. Ich versuch's. Eigentlich müsste ich die komischen Kabel mal abmachen. Das werde ich jetzt auch machen. Ich baue die Kabel ab. 1, 2, 3, 4, 5, dann ist es komplett ab. Ja, seid, tut euch den Gefallen, seid nicht zu faul. Macht es nicht so wie ich. Baut es komplett ab. Legt den Deckel irgendwo hin. Dann holt euch den Spaß und Ruhe von oben an. Das kann ich euch mal von oben zeigen. Das ist jetzt der Deckel. Der obere Deckel von unten, ne? Channel 1, Channel 2, Channel 3, Channel 4. Hier sieht man, oben die Schrauben sind alle drin. Bei dem geht's nicht, die passt einfach nicht mehr rein, durch diesen verdammten Kleber. Wo bin ich hier? Unter dem Kabel ist das versteckt. Keine Schraube drin und hier versuche ich jetzt die Schraube reinzumachen. Ich versuche es auch. Nach 15 Minuten, das Video war zu lang. Ja, so, packen wir es hier mal rein, dann schauen wir mal. So, wir können mal Schraube suchen, eine andere noch festzumachen, die Schraube habe ich auch noch da. Alles hier rumliegt, ich bin sehr gut vorbereitet, auch wenn das jetzt nach Eigenlob klingt und stinkt, aber, wie wir sehen, passt die Schraube auch rein. Weißt du, haben wir was dazugelernt. Das haben wir wieder vier Channel Fader eingebaut, fest an ein, zwei Schrauben. Ja, beim letzten Mal hat das einfach nicht gepasst. Ja, sind die Schrauben drin? Wunderbar, also lassen wir das so. Okay, jetzt baue ich den ganzen Mist wieder an. Und mache das rückgängig, wenn ich eben alles kaputt gemacht habe. Das heißt, ich baue alles wieder zusammen. Und das war's eigentlich schon. Alles, was ich jetzt gemacht habe, macht ihr einfach nochmal rückgängig. Das heißt, das Oberteil wieder auf den Mixer drauf. Alles anklemmen, wo es hin muss, wichtig. Dann alles schön festschrauben, die Füße wieder dran, die Potis oben drauf kleben. Und dann funktioniert das Ganze wieder. Also ich melde mich ein paar Minuten zurück und dann testen wir mal, ob der ganze Spaß funktioniert hat. Also bis gleich! So, liebe Leute, beim Zusammenbauen oder beim Anschließen, wo ich dann fertig war, gingen die ganzen elektronischen Tasten hier oben nicht. Die hier. Und die haben wir nicht geleuchtet, also da das Segment war irgendwie kaputt, aber der Sound ging, Fader ging, Potis ging, Sound kam auch an. Also nochmal auseinandergebaut und festgestellt, dass ich zwei Kontakte nicht richtig reingesteckt hatte. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das sieht, man hat hier zwei, einmal das und links. Das sind solche kleinen Spitzen unten drin. Wo ist das? Wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Eins. Und hier sind so kleine Nadeln. Das ist nicht so schlecht, ne? So, und die waren genau eins zu weit oben. Das heißt, es ist bloß die eine Reihe der komischen Nadeln steckte in dem Pinstecker. Auf der anderen Seite genau das gleiche. So, deswegen ging es nicht. So, jetzt probiere ich das weiter. Und ich melde mich gleich nochmal, wenn es funktioniert hat. Juhu. Also, das ganze Zeug ist noch ab. Das ist noch alles aufgeschraubt. Trotzdem kann man schon mal das Ding reinstecken und probieren. Ich hatte wirklich ein paar kleine Pins vergessen, zwar mehrmals an verschiedenen Stellen. Und dann ging es nicht und dann haben diese Tasten hier nicht geleuchtet. Das ist das Problem. Hier wird es nicht leuchtet, die Shift-Taste leuchtet. Das hier leuchtet. Das hat vorher nicht geleuchtet, das heißt jetzt geht's wieder. Also bitte vorsichtig mit diesen Pin-Kontakten, diese kleinen Stecker, dass die wirklich auf diesen Nadeln draufstecken, wo sie sein sollen. Also bald auch nur, das sind vier Kabel insgesamt, für jede Seite zwei. Und sobald eine Seite nicht richtig steckt, gehen alle nicht. Also da bitte äußerste Vorsicht. So, ich habe alles wieder angeklemmt. Der Deckel ist drauf. Und ganz wichtig, was ich noch dazu andeuten möchte, diese beiden Kabel hier sind für die kleinen Turntables, für die Decks. Wichtig, dass die hier wirklich rausgucken, dass ihr da ordentlich rankommt. Ansonsten dürft ihr kein Kabel mehr rausgucken. Die müssen doch alle relativ sauber verlegt sein.
Ansonsten probieren, dass ihr wirklich alles sich ordentlich bewegt, dass nichts irgendwo klemmt, weil da habt ihr vielleicht irgendwas falsch eingebaut oder ein bisschen zu fest angedreht, wie immer. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn da kein Problem ist, dann können wir in Ruhe weitermachen. Das war ganz nur ein Zwischenschritt. Jetzt schraube ich erstmal alles wieder dran. Die Seiten, hier oben das, der Deckel, die Turntables, die Putties wieder draufstecken. Und das fertig ist, melde ich mich nochmal und dann machen wir mal einen kurzen Test, ob das Gerät funktioniert, wie es soll. Also, bis gleich. So, erstmal ein übelst geiler Track läuft hier gerade. Ich liebe den einfach nur. Also, Oldschool House ist einfach, ach, Traum. Ja, so lässt sich arbeiten. So, kleiner Tipp, wenn ihr diese Seitenschrauben einbaut, das Ganze ist halt ein riesengroßer Metallblock oder es ist eine große Metallschale, die nicht unbedingt 1A passt. Wenn ihr Probleme habt, die Schrauben, die kleinen hier, reinzubekommen, dann drückt einfach mal die Platte hier zusammen, bis das Loch sich unter das nächste Loch schiebt, dann kriegt ihr die Schrauben besser rein. Nur so ein kleiner Tipp, bevor ihr übelst rum euch quält oder nehmt euch eine zweite Person zur Hand oder nehmt solche komischen Bügel, die man zum Kleben von Holz nimmt. Sowas zum Beispiel, wenn ihr sowas habt, helft euch irgendwie damit. So eine Klemme, ja, wisst ihr, was ich meine? Kann man benutzen. Ist nicht unbedingt notwendig, aber falls man keine Hand frei hat oder irgendwie nur eine Hand hat, ja, das geht. Okay, bis gleich. Okay, weiter geht's. Jetzt bauen wir die Turntables wieder ein. Hier der kleine Tipp. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Klemmt zuerst die Turntables wieder an. Moment. Das heißt, den Gleichkontakt herstellen. Und dann legt ihr das Gerät so rein, und zwar über dieses rote Kabel drüber. In dem Boden sind so kleine Einkerbungen. Das heißt, wenn ihr das Gerät dort reinstellt und ein bisschen wackelt, dann sitzt das irgendwann perfekt. Ja? Dann nehmt das Gerät ein bisschen hochkant und dann schraubt ihr das einfach wieder fest. Das ist wirklich total simpel. Ihr könnt auch mit der Hand erstmal ein bisschen festziehen. Ein Stück hoch. Mit zwei Schrauben fixieren das Ganze. Und dann zieht ihr das Ganze fest. Das ist eigentlich wirklich relativ simpel gemacht mit diesen Turntables. Durch diese Einkerbungen gehen die Teller halt quasi genau da rein, wo sie sollen. Und machen halt keine Probleme. Ganz einfach. Okay. Ich glaube, das war der letzte Tipp für den Zusammenbau. Hier nochmal die vier Schrauben. Nehmen wir diese leichten Einkerbungen. Hier drüben sind sie leer. So, genau, das war's. Okay, bis gleich. Okay, nochmal der allerletzte Tipp. Beim Ankleben oder Anstecken dieser Gummifüße. Das Ganze ist auch bloß gesteckt. Hat man einmal hier ein Loch, hier ein Schlitz und hier noch ein Schlitz. So, und mit ein bisschen Kraft und Druck kriegt man diese Geräte da relativ leicht rein. Das ist nicht die Schwierigkeit. Man ist das unscharf. So, genau. Also ein bisschen drücken, ein bisschen würgen, dann geht das rein, aber ist jetzt nicht so kompliziert. Aber hier habe ich einen Tipp, drückt die Innenteile, wenn sie dann drauf sind, ein bisschen seitlich und dann rein, dieses Reinschieben, das macht sich am besten. Ja, das war's schon. So, liebe Leute, ich habe das Problem behoben. Jetzt mache ich erstmal meinen ersten Soundcheck. Also softwaremäßig funktioniert alles, da alle Tasten funktionieren, die Lampen funktionieren auch. Ich probiere jetzt mal aus, Deck Nummer 1, 2, 3, 4, wir können hier sehen, 1, 2, 3, 4, funktioniert alles wunderbar. Jetzt machen wir mal ein bisschen Musik, Deck 1, kennen wir alle, ja, weiter. Funktioniert, Deck Nummer 2, ah, geiler Track. The music sounds better with you. Yeah. So, dann Deck Nummer 3. Turn Around von Fat and Small funktioniert auch einwandfrei. Mit dem Vorspulen. So, und Mojo Lady. Funktioniert so, leise, laut, geht. Hier. Leise, laut, funktioniert. Das heißt, die beiden sind die kaputten und die funktionieren, wie sie sollen. Wunderbar. Das war's. Danke fürs Zugucken.